Nein, das ist keine Notlandung. Der Hubschrauber transportiert abgeholzte Bäume vom Gründen zur Lagerstelle. Bis der Hubschrauber wiederkommt, vergehen knapp 2 Minuten. Für die Rodung gibt es aber einen guten Grund. Der Gründen, wir sehen ja, der Gründen ist komplett Schutzwald von oben bis unten. Er schützt das Tal vor Lawinen, vor Steinschlag, vor dem Hochwässern und befindet sich im Großen und Ganzen alles im Privatwald. Und wir haben festgestellt, dass am Gründen sehr alter Wald steht, dass reine Fichtenwälder draufstecken und dass die einfach gefährdet sind, jetzt auch durch die Klimaerwärmung, mit Borkenkäfer, mit Sturm. Und wir haben entschieden über die Borkenwaldoffensive, dass wir schauen müssen, dass der Wald sich verjüngt. Und dazu müssen große Bäume entnommen werden, dass Licht und Wärme auf den Boden kommt, damit kleine Bäume nachwachsen können. Die Fichten sind etwa 200 Jahre alt. An insgesamt 9 verschiedenen Orten, die 20 verschiedenen Waldbesitzern gehören, wird gearbeitet. Vor etwa 2 Wochen wurden die Bäume gefällt. Heute haben die Transportarbeiten in der Luft am Nordhang begonnen. Das Entscheidende ist, dass wir beim Fliegen keine Personen, kein Vieh und sonst was in den Sicherheitsbereichen haben, in den gefährdeten Bereichen. Das heißt, wir müssen Absperrungen aufstellen und müssen schauen, dass keine Schaulustigen in die Quere kommen, damit die ganze Produktion auch wirklich läuft. Der Ablauf ist fließend. Die verschiedenen Arbeiter haben über Funk Kontakt mit dem Pilot und mit den 6 Waldarbeitern. Pro Flug kann der Hubschrauber bis zu 2,7 Tonnen fassen. Aber wie viele Bäume werden letztendlich abtransportiert? Also man kann das eher in Kubikmetern ausdrücken. Bäume ist immer so ein bisschen schwierig, weil die unterschiedlich stark sind. Wir machen heute circa 350 bis 370 Kubikmeter in den 7 Stunden. Das sind so durchschnittlich 50 Kubikmeter in der Stunde. Ab Montag werden dann die Holzbestände am Südhang bei Burgberg mit dem Hubschrauber abtransportiert. Deshalb werden dort auch die Wanderwege für etwa 2 bis 3 Tage gesperrt sein. Nach den Aufräumarbeiten beginnt dann die Bepflanzung mit jungen Bäumen.